Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Bell. Das härteste Kochduell der Schweiz, diesmal als Turnier. 8 Köche treten im Beef Club gegeneinander an und wollen den Preis im Wert von mehreren tausend Franken gewinnen. Mit 3 vorgeschriebenen Zutaten, welche Sie erst zu Beginn des Kampfes erfahren, müssen Sie in nur einer Stunde 2 Gerichte kreieren. Fleisch spielt dabei die größte Rolle. Man soll das ganze Tier verwerten und nicht nur das Filet, sagt Bell-Fleischfachmann Philipp Glauser. Die Punkterichter, Gastrokritiker Andrin Willi, Foodbloggerin Anastasia Lammer und Spitzenkoch Jackie Donuts beobachten jeden Schritt der Kandidaten. Nur einer kann am Ende das Finale gewinnen und damit den Preis. Eine Reise nach Kopenhagen für 2 Personen zu einem der besten Restaurants der Welt, das Geranium. Hier sind selbst Spitzenköche gern zu Gast. Es geht um etwas. Lass den Fight beginnen. Diese Köche kämpfen um den Titel Beef Club Champion 2019. Heute kämpfen Ibrahim und Thomas um den Einzug ins erste Halbfinale. Ibrahim kocht in der roten Ecke. Seine Spezialität ist die Molekularküche. Ich gewinne den heutigen Kampf, weil ich zeige, wie man mit modernen Techniken weiterkommt und beweise, dass die jungen Wilden kommen. Sein Gegner in der blauen Ecke. Thomas kocht gerne klassische Gerichte mit modernem Touch. Ich will gewinnen, weil ich überhaupt nicht verlieren will. Die Köche stehen parat, aber die Zutaten kennen sie immer noch nicht. Die kennt Fleischfachmann Philipp Glauser. Hallo zusammen. Heute haben wir 3 Teile zum Verkochen. Jedes Teil müsst ihr mindestens einmal in euren 2 Gerichten verwenden. Wir haben das erste Stück, das wäre das Bürgermeisterstück. Das kommt vom Stotzen, liegt zwischen dem Huf und dem Nüssli. Das Bürgermeisterstück, das ist eine super Qualität, aber pro Tier gibt es relativ wenig Fleisch her. Und darum hat es früher nur der Bürgermeister zum Essen bekommen. Weitere Zutaten: Blut- und Leberwürst passend zur Saison. Blut- und Leberwürst gehören in die Kategorie der Kochwürst. Ach du Scheiße, was mache ich mit diesen Blut- und Leberwürst? Warum dass eine Blutwurst nicht fest ist, ist eigentlich relativ einfach. Beim Kochprozess tut das Blut teilweise grinnen und durch das wird die Wurst fest. Also, jetzt noch die 2 anderen Zutaten. Erste Zutat: Hagebutten. Zweite Zutat: frische Kurkuma. Die Produkte selber sind top, mit denen kann man so viele Sachen machen. Aber wie kann ich das absolute Maximum ohne Zeitbegrenzung ausholen, sondern wie hole ich das Maximum in einer Stunde? Das ist die Schwierigkeit. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spass beim Zubereiten von euren 2 Gerichten. So, liebe Kandidaten, ihr wisst jetzt, was es gibt. Und jetzt habt ihr genau 1 Stunde Zeit. Finden wir raus, wer gewinnt. Ibrahim, was gibt's bei dir? Ich bin noch am Studieren. Auf jeden Fall mal etwas mit Butter und Blumen kochen. Ich mache einen Teil ein Püree draus. Und weißt schon, was du mit dem Kurkuma machst? Ich bin gerade am Überlegen, wie man das am besten zur Geltung bringt mit der Blutwurst. Aber es kommt. Und du, Thomas? Was machst du gerade? Jetzt mache ich ein Hagebutten-Kompott. Aber irgendwie muss ich ihn verarbeiten zu diesen Würsten. Und da mache ich wahrscheinlich ein Chutney. Ibrahim, was machst du mit der Hagebutten? Genau, wie so ein Kompott die richtige Chutney machen. Ich würde am besten halbieren, würde die Kerne versuchen rauszunehmen, so gut es geht. Und dann ein Ketchup machen. Hagebutten-Ketchup ist richtig geil. Fleisch und so machen wir heute vegetarisch, oder? Bürgermeisterstock würde ich einen Medium-Hamburger machen. Ja. Und Blut- und Leberwurst klassisch kochen. Klassisch, nicht ein bisschen langweilig? Also, zuerst will ich kochen, klassisch. Aber nachher weiss ich noch nicht genau, was ich mache. Okay. Meinen Kochstil beschreibe ich ein bisschen ausgeflippt, aber doch noch ein bisschen auf der klassischen Linie. Und ich kann es auch eigentlich gerne haben, wenn der Teller gleich zentral ist und nicht so schickimicki mit Pinzetten muss rumfinöckeln. Und was machst du mit dem Kurkuma? Den koche ich jetzt weich und nachher mache ich Kurkuma-Spätzle. Wow! Kurkuma frisch oder auch als Pulver. Das ist super fein im Tee oder auch in jeglichen Currys.
Endlich wagen sich die beiden ans Fleisch. Thomas will Bürgermeister-Burger machen. Und Ibrahim? Ich kann mehr die keine Kruder, richtig? Was? Keine Kruder. Also, es gibt Tartar. Schön. Es ist ein bisschen enttäuscht, dass man schon ein Stück Fleisch nicht etwas anderes macht. Und mit der Leberwurst macht er noch was ganz anderes. Apfelsaft spielt dabei eine Rolle. Bist denn du ein Molekularkoch, Ibrahim? Ein bisschen. Was machst du genau? Ich tue jetzt den Saft, den ich gemacht habe. Ich tue ihn mit dem Xanthan zusammen mixen und daraus mache ich eine gefrorene Kugel. Okay. Er hat seine Grammwaage parat gehabt, um seine Pülferli abmessen. Und er wusste, auf diesem Bereich setze ich an. Und dort gehe ich an. Scheißegal, was für ein Stück Fleisch das da kommt. Und du brauchst kein Pülferli? Nein, ich bin nicht der Pülferli-Mensch. Nicht der Pülferli. Überhaupt nicht. Einfach guten Geschmack. Genau. Ich denke, er ist etwas besser dran, weil er die Jury wahrscheinlich mehr überzeugen kann mit seinen speziellen Kochtechniken. Papi, Papo. Aber ich bleibe bei meinem Stil, ich stehe zu meinem Stil. Ist auch okay. Ja. Jeden also, seine. Ich habe da nichts dagegen. Spezielle Kochtechniken Papi Papo heißt bei Ibrahim Schockgefrieren von Apfelsaft in Kugelform. Jetzt könnt ihr applaudieren. Er hat sich fixiert auf das molekulare Tool, das etwas mehr Zeit gebraucht hat und sich in dem verfangen. Ich finde es interessant, aber die Zeit ist vorbei. So, meine Herren, wir haben Halbzeit. Das heisst, sie haben noch 30 Minuten. Auch nach 30 Minuten herrscht bei Ibrahim immer noch Laboratmosphäre. Während Thomas nicht nur schwitzt, sondern auch schon fast seinen ersten Teller fertig hat. Und da ist er auch schon. Das ist ein herzlicher Salat mit angezogenem Pilz, Peperoni, frischen Äpfel, Limette und ein asiatisches Soja-Dressing. Vom Burgerstück Patties anbrötelt, schön rosa innen. Guten miteinander. Also ich finde es zu. Ich finde es sehr ausgeglichen. Hat nicht schon gefunden. Der Burger ist perfekt durch. Die Garzeit ist wirklich getroffen. Dann mit dem Salat ist es leider eine dominante Säure. Dann ist noch Äpfel, der das Ganze noch säurer macht. Und ich einfach wie überfordert. Das ist sehr gut. Sehr stilsicher, aber ein bisschen verzweifelt von der Zusammenstellung der einzelnen Zutaten. Während die Jury Thomas' erstes Gericht verköstigt hat, hat Ibrahim fast unbemerkt einen Teller fertig angerichtet. Er sorgt jetzt einfach mit viel Rauch für Beachtung. Von mir haben wir ein Carne Cruda vom Bürgermeisterstück mit Basilikum, Estragon, Felixzwiebeln, zwei Leifen Blumenkohl, einmal geröstet, einmal geröstet als Püree, einmal Fadenkohl noch. Die Hagebutter habe ich leicht in Butter karamellisiert, mit Gewürz von abgelöscht und das Ganze habe ich mit CBD-Gras geräucht. Was? Crazy, wirklich crazy. Voll easy. Ja. Muss man ein Dings probieren? Federkohl? Federkohl, Chips. Das hätte jetzt Chips sein. Aber er ist nass. Wie Rauchgeschmack. Von dem Hanf. Und da finde ich die Zürich jetzt mega fein. Er hat es besser abschmecken können als Fleisch. Das Tartar schmeckt noch nicht. Also in dem war kein Tartar. Ein Tartar wäre ja angemacht. Oder wenn ich so ein bisschen Zitronensaft dazu hätte und noch ein bisschen Kräuter, dann wäre das gut gewesen. Thomas, ihr habt noch 15 Minuten. 15 Minuten, das ist nicht viel. Jetzt ist die stressigste Zeit. Thomas püriert sein Hagebutten-Chutney. Und Ibrahim füllt Leberwurst-Espuma in gefrorene Apfelschalen. Diesmal ist Ibrahim schneller fertig. Hier ist dein zweiter Teller. Da haben wir einmal ein Risotto mit Blutwurst und karamellisierten Äpfel und Basilikum. Das heißt, ich habe den Risotto mit dem Kurkumawurzel ausgekocht, Blutwurst garen im Sud und dann am Schluss im Beurre Noir frittiert und dann unter den Risotto gezogen. Auf dem anderen haben wir einmal Äpfel-Hohlkörper
gefüllt mit einem Leberwurstespuma. Und der Sud, den ich das Kochen aufgegossen habe, ist der Sud, den wir mit Leberwurst gekocht haben. Dass ich auch den Geruch ein bisschen habe. Gut, bon Appetit. Mega. Ich drehe durch. Ich bin begeistert. Blutwurst Risotto, super coole Idee. Ich hätte mir wie gewünscht, dass er noch mal die 3-4 Minuten nimmt. So, hey, warte schnell, was muss jetzt da noch rein? Und dann hat alles reinschmeißen. Pfeffer, Salz, vielleicht Muskatnuss. Und es ist so geil. Möchte man noch nicht. So ein bisschen nach Fett. Es raucht wieder. Er hat die Kugel im Stickstoff innen gedreht und dann gefüllt mit einem Espuma von der Leberwurst. Wie geil ist denn das? Aber was nützt es mir, wenn es noch nicht schmeckt? Oh Gott. Aber auch Thomas schafft es in der Zeit. 3 Minuten vor Schluss bringt auch er seinen zweiten Teller. Ich habe das gleiche klassisch gelassen. Kurkuma-Spätzli mit Blut- und Leberwurst. Dazu herbstliche Rüben und Pastinaken. Und ein Hagebutter-Jus dazu. Dankeschön. Danke. Er hat es geschafft, eine Blutwurst schön in Szene zu setzen. Weil eine Blutwurst an und für sich so ist einfach nicht schön. Mit diesen farbenfrohen Kurkuma-Spätzli und dem Hagebutter-Schü hat das wirklich gut gepasst. Jetzt wird's ernst. Zeit für die Bewertung. Liebe Kandidaten, gerne kommen wir zu eurer Bewertung. Und zwar möchte ich mit dir anfangen, Ibrahim. Die Vorspeise, ich bin wirklich vom Hocker gewesen. Der Blumenkohl, das Püree unten drin, hat perfekte Zürich-Ausgleich gegeben. Es hat einfach alles gestimmt. Mich hat es als grosse Show mitgenommen, aber nicht als etwas, das ich nachher geschmacklich lange in Erinnerung behalten habe. Also respektive, ich habe es vergessen, weil das Hanfding hat mich einfach weggeblasen. Und beim Hauptgang, dem Espuma von dieser Leberwurst, die hat nichts früher gebraucht. Da hatten wir einfach das Püree. Von der Leberwurst hatte es ein Aroma, aber dort hatte es ein Aroma, das nicht zum Risotto passt. Der Risotto hat zu wenig Kraft. Thomas, zu dir. Der Burger, der hat richtig saftig und gut geschmeckt. Und auch scharf war er. Mir hat das sehr gut gefallen. Im Hauptgang dann sind die Spätzle gekommen. Super coole Idee mit dem Kurkuma. Die Hagebutte habe ich ein bisschen schade gefunden, dass die so wirklich so fast scheich untergegangen ist. Die hat verrückt einfach ein bisschen mehr rausgekommen. Die Spätzle, das waren keine Spätzle. Das war irgend so etwas zwischendurch, oder? Von der Grösse her, Gewürze waren es praktisch nicht. Es haben beide immer ein bisschen wenig Salz geschafft. Aber trotzdem herzlichen Dank. Ich kann die Jury nicht einschätzen und deswegen 50-50. Jetzt geht's drum. Wer kommt ins erste Halbfinale? Ich muss jetzt eines sagen, sehr, sehr gut geschafft. Da möchte ich es mal sagen, fahre es mal hier an. Thomas, du kriegst 8 Punkte von mir. Danke vielmals. Und du, Ibrahim, kriegst von mir deine Idee und allem drum und dran, kriegst du 9 Punkte. Und bei mir ist auch einfach, wer wagt, gewinnt. Deshalb 8 Punkte für dich, Thomas, und 9 Punkte für den Ibrahim. Ibrahim, Thomas, ihr kocht beide auf sehr hohem Niveau. Wir haben euch dementsprechend streng verbal bewertet und was sich in der Punktezahl äußert. Ibrahim, für mich grosses Kompliment. Ganz klar 8 Punkte. Thomas, Punktezahl von mir für dich 6 Punkte. Damit steht der erste Halbfinalist fest, Ibrahim Bendafer. Yeah! Noch 2 Wettkämpfe trennen ihn vom Beef Club-Titel, aber er hat harte Konkurrenz. Nächstes Mal bei Beef Club, wer wird Ibrahims Halbfinalgegner?
Mach mit beim Wettbewerb und gewinne einen Gutschein von Bell im Wert von 500 Franken. Das meistverzehrte Fleisch der Schweiz stammt vom A. Kaninchen oder B. Schwein. Sende eine SMS mit dem Kennwort Beef A oder Beef B an die Zielnummer 920 oder eine E-Mail an beefclub@sat1.ch oder ruf uns an unter 0901 595 509. Teilnahmeschluss ist der 20. November. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Bell.